Und jetzt sind wir endlich alle hier für den Final Pitch. 15 Teams. Kurz vorm Finale war es für uns extrem aufregend und ich glaube, wir sind ready für die Bühne und haben richtig Bock. Dass tatsächlich schon eigene erste Produkte selbst erstellt wurden, nur im Rahmen des Ideenwettbewerbs, und das macht dann auch Spaß so zu sehen. Das ist genau die Chance, die Startups haben, nämlich neue Sachen zusammenzufügen. Doch das schaffen wir nicht alleine und genau dafür benötigen wir Ihre Hilfe. Das erste Team, das mit nach China fährt, ist Drive Together. Das zweite Team aus dem Bereich Mobilität, das mit uns nach China fährt, ist First Responder. Und das dritte Team ist Smart Truck. Dieses Jubelschreien, sie haben sich wirklich aus tiefstem Herzen gefreut und die anderen Teams haben sich für sie mitgefreut. Zur Vorbereitung haben wir uns viel davor getroffen, wir haben viele Working Sessions gemacht. Jetzt wird sich zeigen, ob es gereicht hat oder nicht. Ich hätte niemals gedacht, dass wir das so weit bringen, dass wir das auch wirklich gründen wollen und nicht nur für den Wettbewerb hier machen. Ich bin wirklich total gespannt, wie Shenzhen ist. Ich glaube, diese Technologie-Metropole ist wirklich etwas, was ich unbedingt mal sehen möchte. Das erste Team, das aus dem Bereich Nachhaltigkeit weiterkommt, ist Repato. Das zweite Team, das gewinnt, ist Lipofil. Das letzte Team aus diesem Bereich ist TaylorMade. Wir waren echt alle gut vorbereitet und uns hat es als Jury echt schwer gefallen zu sagen, wer ist dabei und wer nicht. Und wenn wir nach Shenzhen kommen, dann werden wir dort auch mit unseren Kooperationspartnern uns treffen. Denn Sie alle sind heute schon Teil unserer Reise. Wir wollen Sie mitnehmen auf diese Reise in die Zukunft. Aus dem Bereich Metaverse, Rescan, Bravia, You Work. Mobilität ohne Digitalisierung geht nicht. Nachhaltigkeit braucht Digitalisierung, um wirklich den nächsten Schritt zu machen. Und Metaverse ist die neue Welt. Ich bin total beeindruckt, was heute präsentiert worden ist. Deswegen ist es auch mein Thema für die Zukunft. Von all den Personen, die hinter mir sind, habe ich alle sehr, sehr lieb gewonnen. Ideathon, sozusagen ein Hackathon in jeglicher Form, bereichert dein Leben. Nicht nur an Wissen, sondern auch an den Menschen, die du kennenlernst.